Spartan Jameson Locke, UNSC. Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. MND, vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an, Agent Locke. Ich bin jetzt ein Spartan. Ich weiß, wer Sie sind. Als Agent meldeten Sie sich freiwillig, um mich zu töten. Und heute habe ich Ihnen das Leben gerettet. Und nun jagen Sie einen anderen Spartan, den größten Ihres Clans. Lasst ihn jagen. Er wird uns nicht finden. Es ist Cortana. Sie hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Locke, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sunarion ist die letzte Festung der Allianz auf Senghelios. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sicher ist. Doktor, Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. So, ein Flüstern im Sturm. Wir sind hier zu Gast. Locke, ich habe ein Briefing vorbereitet. Angesichts von Cortanas Machtdemonstration will ich es nicht über offene Kanäle besprechen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. So, dann quatsch mal los hier. Hier drüben, Osiris. Ich habe einen Weg gefunden, den Wächter zu aktivieren. Osiris meldet sich zur Stelle, Dr. Halsey. Das ist ein Konstrukteur. Ein Werkzeug der Blutsväter, dank dem ich mich mit dem Wächter verbinden kann. Konstrukteure waren in Blutsväteranlagen allgegenwärtig. Diese Hügel sind voller Unterstützungsstationen für den Senghelios-Wächter. Parma besitzt Koordinaten einer solchen Station. Dort sollte es einfach sein, einen Konstrukteur zu... Gestatten Sie Parma Bericht. Okay, wo ist das? Einem Konstrukteur ist nichts zu schwören, so sagt man doch, ne? Bereit, wenn Sie es sind, Osiris. Ich bin immer bereit. Okay, los geht's. War das jetzt ein nackiger irgendwas? Osiris, Halseys Konstrukteur ist in einer Blutsfeder-Einrichtung nördlich von hier. Aber die Allies haben einen Kraken im Weg stationiert. Die Leute des Gebietes greifen den Kraken aus der Luft an. Sie kämpfen am Boden. Sobald sie den Sammelpunkt erreichen, gibt der Gebieter grünes Licht. Verstanden, Kommandant. Ich verbinde sie jetzt mit dem Battle.net des Gebietes. Viel Erfolg, Spartans. Warum muss ich immer am Boden? Bergen Sie Halseys Konstrukteur. Ich wäre jetzt auch gern ein bisschen durch die Gegend geflogen. Immer muss ich am Boden latschen. Commander, sind in Position. Verstanden. Gebieter, hier zu. Bestätigt. Krieger von Valarm. Schiffe von Senghelios. Beginnt den Angriff. Bestätigt. Verbündete Flieger, Osiris. Feuer auf Bodentruppen konzentrieren. Der Kraken bewegt. Oh. Okay. Was ist denn hier los? Boah. Das ist mal ein Mega-Brocken. Was ist das? Scheiße. Ja, und was soll ich machen? Die Truppen des Gebieters lenken den Kraken ab. Rücken Sie zur Position des Konstrukteurs vor. Verstanden, Commander. Los geht's. Also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich machen soll. Boah, das ist so eine Mega-Szene.
Die erinnert mich wieder an sowas wie Gears of War zum Beispiel, ne, wo so riesige Viecher im Level sind. Vielleicht lasse ich euch am Leben, das ist klar. Als ob. Ich mache euch alle kaputt hier. Guck mal, da habe ich schon wieder meine Plasmaknarre. Kann ja schon gar nichts mehr schief gehen. Ach da. Da ist das Ziel. Ist stärker als ich dachte. Dauerfeuer! Dauerfeuer mit der Plasmakanone? Kein Ding. Der Schild verliert Energie. Und der Schild, ist... Schild erledigt. Mit der Plasmakanone ist er doch kein Ding. Spartan, der Feind zieht sich zum Tempelgelände zurück. Die Position befindet sich zwischen Osiris und deren Ziel. Verstanden. Spartans Druck. Yeah. Verstanden, Commander. Kraken ist zurück! Abstand halten! Wow! Muss ich da rein? Ich will aber meinen Ghost behalten. Ah, schön. Passt durch. Ah, jetzt haben sie hier extra gemacht, dass man springen muss. Scheiße. Ja, muss ich meinen Ghost hier lassen. Schade. Gerade mit den Fahrzeugen macht das so Bock. Boah, hier verliert man schon ein bisschen die Orientierung. Beginnen Sie... bergen Sie den Konstrukteur, okay. Hier ist noch ein Schild im Weg. Suchen wir einen Weg vorbei. Ah, ich ergebe mich. Sofort durchschaut den Drecksack. Nee, 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 nee. Da bin ich schon eine Ecke weiter, Junge. Was wolltest du sagen? Ach, von da. Oh. Dann habe ich das jetzt richtig gesehen, dass da ein Gegner auf dem Flügel stand von dem Dingen? So, haben wir alle. Da kommt Nachschub.
Ah, und da steht auch noch einer. Boah, das Ding schießt verdammt präzise auf Distanz, ne? Also eigentlich schon ein ziemlich unfaires Ding hier. Jetzt haben wir sie erschreckt. Was ist das denn für ein Spruch? Keine Waffen neu aufladen? Okay. Ich gehe in den Tempel. Im Innern Neuphamien, Osiris. Der Tempel von Crota. Tut mir leid, Bungie. Aber laut Destiny... Commander Palmer, ist das wirklich der richtige Weg? Ja, es ist der einzige Weg dadurch. Vielleicht gibt es ja ein verstecktes Schloss oder sowas. Seht euch um, Osiris. Verlassen Sie den Tempel? Warum soll ich ihn jetzt schon wieder raus? Hab hier was. Auf dem Vorsprung. Und wir kommen wieder hoch? Keine Treppe. Vielleicht können wir hochklettern. Seht an den Seiten nach. Ich könnte mir vorstellen, hier rüber. Jawoll. Oh, ist das denn einer? Achso, der Boy, ich dachte, das sah aus, als wenn der auf irgendwas Spitzem sitzt. Falls ihr es versteht. Irgendwas tut sich. Es funktioniert, Dr. Halseys Koordinaten sind hinter der Tür. Los, Osiris. Ach, da ist eine Tür aufgegangen. Ich frage mich schon, welche Tür. Nee, finde ich auch nicht. Die Sache zu beenden. Hält uns. Auf geht's. In die Luft. Greifen wir sie an. Geht klar. Aufsatteln. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach so, da. Ah. Gebieter, nähern uns in Blutsväter-Phaetons. Ausgezeichnet. Nehmen Sie die Allianz unter Beschuss, Spartans. Sehr tapfer, Spartans. Aber wie sieht Ihr Plan aus? Der Kraken ist zu stark gepanzert. Wir müssen also rein und den Generator zerstören. Dann kümmern Sie sich drum. Neu besetzt oder was? Konzentriert den Beschuss aufs Deck. Schafft uns Platz, damit wir landen können. Ist doch schon längst passiert. Da ist doch schon keiner mehr auf Deck. Ich schieß doch nur hier ein bisschen weiter, um ein bisschen Spaß zu haben. Da jetzt noch. So, machen wir die Dinger einfach ganz kaputt. Da kann die auch keiner mehr neu besetzen.
So, also für mich sieht das ziemlich aufgeräumt aus. Entert den Kraken. Nur so können wir den Impulsgenerator zerstören. Bin an Bord des Kraken. Der Generator wird ganz unten sein. Finden wir einen Weg runter. Ja, ein voller wäre nicht schlecht. Alarm, Alarm! Hört sich an wie der Pumuckel. Hä, wo geht's denn hier runter? Ach so. Ja, ist ein bisschen verwinkelt und dunkel hier. Ja, darf ich noch ein bisschen Spaß haben? Ich muss doch nicht hier einfach nur alle abschlachten. Hier ist der Generator. Schieß ein paar Mal drauf und dann verschwinde von da. Direkter Treffer am Generator. Generator ausgeschaltet. Raus da! Der Kraken stürzt gleich ab! Okay. Ich glaube nicht, dass das so richtig war. Nein, das war nicht richtig. Ich habe nur gehört, raus da. Ist doch wohl klar, dass ich dann da rausspringe. Generator ausgeschaltet. Raus da! Der Kraken stürzt gleich ab! Ah, da. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Bin runter vom Kraken. Komm, flieg weg. Hä? Oh, dann sollten die einem vielleicht auch sagen, wo man hinfliegen soll. Generator ausgeschaltet. Raus da! Der Kraken stürzt gleich ab! Bin ich jetzt gerade ein bisschen nervig? Ey, hallo? Bin runter vom Kraken! Na, gucken wir uns mal den Untergang von dem Viech an. Sieg! Gut gemacht, Spartans! Oh Mann, Osiris, verdammt gute Arbeit! Der Kraken ist hinüber, Zeit für den Konstrukteur. Laut Horzis Koordinaten soll er in der Blutsfederstätte sein. So, wo soll der sein? Ach, da. Ja, gibt's hier nicht mal irgendwo neue Munition oder so? Seht euch mal um. Irgendwas ist passiert. Es ist eine Karte der Region. Wenn man nicht weiß, was das ist, einfach mal draufhauen. Sieht ein bisschen aus wie ein Geist, oder? Von Destiny.
sind sauer, weil wir ihren Konstrukteur stehlen. Sichert das Gebiet. Jetzt komme ich halt nicht mal hoch. Mann, lass mich doch da hoch. Na also. So, wo liegt ihm seine Waffe? Komm, gib her. Schön. So. Erstmal hier die Schutzdinger erledigen. Dann brauchen wir auf gar nichts schießen. Ja, sowas sehe ich auch gern. Meine Munition ist alle. Und zwar von allem. Muss ich erstmal wieder da hoch. So, Jungs. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt habe ich die Wumme. Nee, nicht hier der Kleine. Wo ist der Große? Da ist er. So, eine von denen haben wir noch. Ja, nichts mit wegspringen. Commander Palmer, wir haben den Konstrukteur. Bereit für die Extraktion. Sehr gut, Spartans. Gebieter, bereit zum Rausholen. Ich schicke Ihnen ein Schiff, Spartans. Deswegen habe ich extra die Knarre nochmal behalten. Soweit habe ich geahnt, dass da so ein Riesenviech kommt. Achso, das ist für uns. Ah, das holt uns ab. Okay. Lass ich nochmal durchgehen. Das lasse ich dann nochmal so durchgehen. Wie, noch nicht zu Ende? Wir haben doch den Konstrukteur. Weg ist der Konstrukteur. Wenn er den Wächter aktiviert, greifen wir Sonaien an. Melden wir uns bei Palmer. Kümmern uns um die Geschütze. Sorgen Sie nur dafür, dass wir Luftunterstützung haben. Alles ist vorbereitet. Wir werden beginnen, wenn der Konstrukteur soweit ist. Sagt, das Kalibrieren könnte Tage dauern. Dann fangen wir ohne an. Ich habe zu lange gewartet, um diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Commander, Mission abgeschlossen. Dr. Halsey hat den Konstrukteur. Gut, Osiris. Sobald Halsey sich um den Konstrukteur gekümmert hat, können die Leute das Gebiet des Sunion angreifen. Und ich bringe sie weg. Unsere Fahrzeuge sind bereit zum Ausrücken. Wo ist Halsey? Wer ist Halsey? Da ist die Oma. Weiß ich doch. Will euch ja nur veräppeln.
sehen Sie sich das an. Ich verwende diese Struktur, um die Aufnahme von Meridian in den Konstrukteur zu laden. Wenn ich das Signal gebe, sollten Sie bereit sein. Sind bereit. Entspannen Sie sich. Es könnte Stunden dauern. Ich nehme alles zurück. Er ist auf dem Weg nach Sonaion. Er bewegt sich Gebieter, in Richtung Richtung. Es wird Zeit. Könnt ihr mal aufhören, alle durcheinander zu quatschen? Die quatschen alle durcheinander, wie denen der Schnabel gewachsen ist. Heute wird die Allianz fallen. Zeng Helios wird frei sein. Sie wissen, wie ich die Spartans erschuf. Ich tat es zum Wohle der Menschheit. Doktor, wir haben keine Zeit. Cortana besteht aus einer Matrix meiner Gedanken. Die Domäne verleiht ihr gewaltige Macht. Verstehe. Spartan Lock! Halten Sie sie auf. Aber bitte, bringen Sie John zu mir nach Hause. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.